Livestream. Heute tippen wir den 15. Spieltag. So. Ach, nur ein Spiel habe ich richtig. Leverkusen gegen Schalke. Also das habe ich richtig getippt. Auch das Montagsspiel habe ich auch falsch getippt. Das hat mal wieder Mainz gewonnen. Frankfurt ist auch zurzeit sehr bitter, was sie machen. Aber Gladbach ist immer noch Erster. Leipzig rennt denen auch immer hinterher. Und Bayern ist nur Siebter. Nur Siebter. Wir sagen jetzt, ah, ist gerade mal der 14. Spieltag. Aber am 14. Spieltag Siebter sein, ist schon ein bisschen bitter. Jetzt ist der 15. Spieltag und jetzt tippe ich den 15. Spieltag. Hoffenheim gegen Augsburg. Tippe ich mal, dass Hoffenheim das macht. Ja, mit 1-0. Werder gegen Bayern München. Also wenn Bremen gewinnt. Ah ne, dann sage ich nicht, dass Gladbach Meister ist. Weil diese Saison, früher kann man sagen, wenn Bayern ein Spiel verliert, dass dann Dortmund vielleicht Meister wird. Aber dieses Jahr sind mehrere ganz weit oben und verfolgen den FC Bayern. Und jetzt verfolgt der FC Bayern Gladbach. Und das ist eine spezielle Saison. Ich hoffe, es wird bis Ende bleiben. Und ich hoffe, dass Gladbach Meister wird, aber ich hoffe, dass es bis Ende so spannend bleibt, dass jetzt nicht Gladbach vielleicht im Frühling Meister wird. Das wäre sonst langweilig, aber ja. 15. Spieltag denke ich auch klar, dass Bayern München das Spiel machen wird mit 4-1. Bremen hat ein bitteres Gegentor bekommen gegen Paderborn und hat das Spiel verloren. Also es war für mich gleiche Höhe. Also erstes Blick sah aus wie Abseits, komplettes Abseits. Aber dann habe ich hinten ein bisschen weiter hinten geguckt, dass da noch ein Spieler stand und ja, war gleiche Höhe. Also 4-1. Hertha gegen Freiburg. Freiburg gegen Wolfsburg haben sie gewonnen. Hertha hat letztes Spiel 2-2 gegen Frankfurt gespielt. Ich denke, das ist euch aufgefallen, dass Spiele von Frankfurt entweder sonntags oder freitags kommen. Keine Ahnung. Also, weiß nicht. Hertha in Freiburg tippe ich ein 2-0 für Freiburg. Mainz gegen Dortmund. Ich glaube, dass Dortmund endlich mal sich wieder sputen wird und 3-0 gegen Mainz gewinnt. Letztens haben sie gegen Düsseldorf 5-0 gewonnen. Köln gegen Leverkusen, kleines Derby. Und lieber Erik, das tut mir leid, du verlierst 3-1. Paderborn gegen Union. Ach, schwierig, also Paderborn hat ich finde, Paderborn kommt langsam wieder. Ich tippe einfach mal ein 2-1 für Paderborn. Einfach mal auf Risiko gehen und ja. Mir ist aufgefallen, letztens beim Thumbnails machen, dass ich einige Spieler so oft genommen habe, dass ich McKenny war es, glaube ich, oder Kenny, wie der heißt, so oft genommen habe. Also ich habe dreimal habe ich aus Versehen das gleiche Bild von ihm genommen und einmal habe ich ein anderes Bild genommen. Dieses Mal ist auf dem Thumbnail Davy Selke und Mamba von Paderborn. Augsburg, ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, welchen Spieler soll ich ins Thumbnail packen. Es gibt einige Spieler, die ich noch nicht gemacht habe. Ich meine, einige Mannschaften, die ich noch gar nicht auf dem Thumbnail hatte. Ihr könnt Auswahl, sucht euch einen Spieler von Düsseldorf aus. Von den vier Mannschaften müsst ihr zwei Spieler aussuchen. Düsseldorf, Union Berlin, Augsburg und Frankfurt. Die habe ich nicht. Ja, Düsseldorf gegen Leipzig, ich tippe da einfach mal ein, naja, Leipzig eigentlich. Also Leipzig muss das Spiel hoch gewinnen. Also Dortmund hat letztens 5-0 gegen Düsseldorf gewonnen, aber diesmal muss dann auch Leipzig 5-0 gewinnen. Also gegen Düsseldorf muss Leipzig gewinnen. Leider, Kaper. Wolfsburg gegen Gladbach. Wolfsburg hat sonst immer Glück gegen Gladbach. Ich muss sagen, dass Gladbach dieses Jahr absolut stark ist und wir wollen halt Leipzig nicht Erster haben. Deswegen sage ich, wir verlieren 3-0. Schalke gegen Frankfurt.
Ja, ich dachte, also Schalke Frankfurt, ich dachte gerade, das hatten wir schon. Das war Bayer Leverkusen. Ich tippe mal ein. Schwierig, ein 1-0 für Schalke. Ja, das waren alle Spiele, die ich getippt habe. Ob ich Ahnung habe vom Fußball und ob ich recht habe, sehen wir am nächsten Wochenende wieder. Wann sind überhaupt diese englischen Wochen? Wann sind die überhaupt? Also, dann ist zu Ende. Und hier an der Seite könnt ihr nochmal die Tabelle sehen. Gladbach auf Platz 1, 2. Leipzig, 3. Dortmund, 4. ist Freiburg, 5. ist Schalke und 6. ist Leverkusen und Bayern nur 7. Union macht auch schon langsam Wolfsburg-Konkurrenz. Das kann bitter werden. So, Wolfsburg kann bis zum 12. Platz runterrutschen. Wolfsburg eigentlich einen starken Kader. Warum sind die zurzeit so richtig lost? Wolfsburg ist zurzeit so richtig lost.